verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir tun ja gerade so, als wenn wir durch den Ausbau von Windrädern unsere Energieprobleme der Zukunft lösen können. Das ist doch ein Strohhalm, an dem wir uns alle hochhängen. Wir haben etwas über 1000 Windräder in Bayern und dieser Ausbau, das bedeutet dann, wir haben 4 oder 5 oder 7.000. Es wird auf alle Fälle volatil sein. Das heißt, wir müssen dazwischen was machen. Dann höre ich Wasserstoff. Wasserstoff ist nur ein Energieträger. Der muss vorher erstmal hergestellt werden, um daraus wiederum irgendwie elektrische Energie zu gewinnen, nichts anderes. Wir haben überhaupt nichts gegen alle Arten von Energieerzeugung. Es ist mir vollkommen wurscht, das kann sein. Photovoltaik, prima. Ja? Geothermie, prima Sache. Windkraft, alles gut, es muss alles zusammenpassen. Aber eins brauchen wir, lückenlose Versorgung von Energie. Da wurde gerade vom Herrn Stümpfig erzählt, wie toll es in Baden-Württemberg doch läuft. Warum denn bitte hat Baden-Württemberg mit EMBW in Marbach ein 300 Megawatt Gasturbine mit leichtem Heizöl jetzt gerade gebaut, nachdem sie das Kernkraftwerk abgeschaltet haben? Und das, um Löcher zu überwinden, das ist doch ein Wahnsinn. Und dann nennen sie dieses Ölkraftwerk auch noch Gaskraftwerk, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Das ist ein Witz. Die Menge an Windrädern, auch bei der Verteilung, die wir in Bayern haben wollen, wenn ich das höre, 2% auf ganz Bund, würde wahrscheinlich für Bayern 1,5% bedeuten letzten Endes. Also wir können schon mal bei Bayern München anrufen, um auf dem Elfmeterpunkt im Stadion das erste Windrad zu errichten, weil es passt hinten und vorne nicht. Wir haben alle 2 Kilometer dann in irgendeine Richtung ein Windrad. Das will doch keiner haben. Und in vielen besiedelten Gebieten wie München und so weiter funktioniert es einfach sowieso nicht. Ich habe das nachgerechnet alles und das macht mich verrückt. Ich versuche immer alles logisch zu erklären und logisch zu finden, wo denn die ganzen Windräder und alles hin sollen. Ich habe mir dann auch den Antrag angeschaut von der SPD. Die SPD mokiert sich über das Chaos. Das verstehe ich, aber euer Antrag ist genauso chaotisch wie das Chaos, das wir im Moment haben. Ich weiß gar nicht, auf was ich mich da berufen soll. Also letztendlich ist es so, wir können diese Anträge nur ablehnen. Windkraft ist okay, aber Leute, wenn wir heute das Jahr 2030 hätten, wir übergeben euch heute die Regierungsverantwortung in Bayern. Wir schalten um aufs Jahr 2030. Ich möchte wetten, dass wir nicht weitergekommen sind mit der Windkraft, weil auch die Bevölkerung nicht mitgeht. Die wollen das nicht in ihrer Nähe haben. Darauf müssen wir Rücksicht nehmen. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Dün. Für die Staatsregierung hat das Wort Herr Staatsminister Hubert Aiwanger.